Herzlichen Dank fürs Kommen hier zur Pre-Conf. Ich sehe hier einige Gesichter, die ich schon mal gesehen habe. Also ich habe den Verdacht, dass ihr diese Einführung gar nicht so richtig braucht. Ja? Also, aber ihr könnt euch ja mal einfach ein bisschen blöd stellen und so tun, als wäre das alles ganz neu für euch. Dennoch, vielleicht macht es Sinn, der ein oder andere ist vielleicht doch das erste Mal da oder kennt OpenStreetMap nicht oder kommt mehr aus der GIS-Ecke und möchte jetzt mal lernen, was OpenStreetMap ist. Und wir hören das irgendwie ständig, die Wikipedia der Karten und ja, das ist irgendwie so halb stimmt, so halb ist es gelogen. Ja? Also wir sehen ja hier, was Enzyklopädie, so hat das irgendwie früher ausgesehen. Ja? Die Enzyklopädien waren irgendwie so gedruckte Werke. Es gab irgendwie so ein paar Experten, die das verfasst haben und die haben das dann zusammengebunden. Und dann gab es halt solche Sachen wie Brockhaus. Und dann kamen halt irgendwie so irgendwelche Amateure plötzlich um die Ecke und haben gesagt, ach, wisst ihr was, euch brauchen wir gar nicht so sehr. Wir machen das jetzt selber und haben halt gesagt, ja, wir nehmen das in die eigene Hand. Und früher war halt ne, so der Artikel zur Enzyklopädie war jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so ein paar Absätze lang. Ich weiß nicht, ob das immer noch so stimmt, aber wenn man den Artikel Enzyklopädie in der deutschen Wikipedia nachguckt, dann sind das 39 Seiten und es gibt noch den Artikel in 174 anderen Sprachen. Also man sieht, der Begriff Enzyklopädie ist halt sehr gedehnt. Ja? Und sowas Ähnliches machen wir jetzt gerade auch mit Karten, ja? Weil früher halt so, es gibt ja nur irgendwie die eine Truppe, die entscheiden darf, was kommt auf die Karte drauf, wie sieht die Karte aus, was sind Relevanzkriterien und so weiter. Und jetzt kommen halt die Amateure wieder um die Ecke und sagen so, ach, wisst ihr was, wir machen das mal selber und wir befreien das halt von diesem Medium Papier und befreien das von dem grafischen Format, sondern machen halt stattdessen eben so eine Geodatenbank da draus. Ja, und der Riesenvorteil von diesem Ganzen ist, wir können darauf verschiedenste Anwendungen bauen. Also wenn wir eben nicht nur an diese grafische, gezeichnete Form irgendwie gebunden sind, können wir plötzlich damit Routing bauen. Ja? Oder wir können spezielle Apps bauen, die bestimmten Leuten halt helfen, wie zum Beispiel hier. Ja? Wir sehen in der App Wheelmap, dass wir hier halt kartografieren können, ob Orte rollstuhlgerecht sind. Ja? Und deshalb, wir sind halt aber auch ein bisschen anders als die Wikipedia, denn wir sind von jedem für jeden, vielleicht, ich würde hoffen, vielleicht ein bisschen weniger elitär als die Wikipedia. Wir haben aber auch keine Relevanzkriterien wie die Wikipedia, sondern wir erfassen einfach die Realität. Also wir gehen da raus und wir definieren nicht irgendwie, oh ja, das ist nur relevante Straßen werden erfasst, sondern ja, alle Straßen, die halt existieren, die werden halt erfasst. Eine Straße, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt wird, die erfassen wir trotzdem und sagen, ja, die Straße solltest du aber nicht befahren, weil die ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es gibt auch so gesehen keine gesicherten Versionen. Das heißt, jede Änderung, die jeder von den Freiwilligen oder beruflich Editierenden in OpenStreetMap einführt, die landet sofort auf der Karte und kann von jedem abgerufen werden. Ja, und im Kern ist das Ganze eine flexible Datenbank für geografische Daten. Also, wenn wir jetzt hier ganz präzise sind, sind es wahrscheinlich topografische Daten, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine weltweite Sammlung von Elementen. Und wir versuchen eben ein Format zu finden, das für möglichst viele Nutzungsfälle verwendbar ist. Also natürlich sind die grafischen Karten ein wichtiger Faktor, Routings aber auch ein wichtiger Faktor, geografische Suchen sind ein wichtiger Faktor. Wir haben immer mehr Anwendungen, die zum Beispiel Punkte von Interesse aus OpenStreetMap raussammeln. Wir sind inzwischen 6 Millionen Beitragende von ganz vielen. Es gibt aber auch Nutzer ohne Account, die sind jetzt hier nicht mitgezählt. Also man kann selbst ohne Account zum Beispiel Kommentare und Hinweise hinterlegen. Also angenommen, ich habe jetzt irgendeine App, die OpenStreetMap-Daten nutzt und ich stelle fest, oh, da ist ein Fehler, die Straße gibt es nicht mehr oder da ist eine Baustelle oder da hat ein neuer Laden eröffnet. Man kann uns halt einen Kommentar hinterlegen und sagen, an der Stelle, da ist jetzt was Neues oder das ist weg oder wie auch immer. Dafür braucht man noch nicht mal einen Account. Und es gibt auch einige Dritt-Apps, die zum Beispiel gar keine Accounts brauchen. Also sowas halt wie Wheelmap, wo man eben erfassen kann, ist ein Ort auch mit einem Rollstuhl zu erreichen. Da braucht man gar nicht registriert sein, um eben diese Informationen setzen zu können. Uns gibt es seit 2004, also ja, 16 Jahre jetzt. Wir haben gesammelt inzwischen ungefähr 5,8 Milliarden Knoten, 640 Millionen Ways, 7 Millionen Relationen. Und ja, wir haben so ein paar USPs, würde man jetzt im Business-Sprech sagen, ja, viele Apps, die auf OSM basieren, haben echte Offline-Funktionalität. Das haben ja viele aus dem proprietären Sektor halt nicht unbedingt. Google Maps hat da so ein bisschen irgendwie rumgebastelt, Apple Maps auch nicht so richtig. Das ist zum Beispiel für einige Nutzungsfälle besonders praktisch, zum Beispiel wenn man im Ausland ist und eben kein Datenvolumen zur Verfügung hat.
Wir sind auch meistens ziemlich aktuell, ja, vor allem in dicht besiedelten Gebieten oder in Gebieten, wo es halt viele Mapper gibt. Da sind die Leute auch echt auf Zack und häufig, wenn eine neue Straße eröffnet wird, laufen sofort als erstes die OpenStreetMapper mit dem GPS-Gerät drüber und messen es schon mal aus, damit es irgendwie am selben Tag noch auf der Karte erscheint. Das System unterstützt minütliche Updates, das heißt, jeder, der irgendeine Anwendung auf OpenStreetMap baut, kann losgehen und sagen, ich hole mir diese Updates minütlich und man braucht nicht irgendwie zu warten. Genau, also ein weiterer Punkt sind auch sicherlich humanitäre Einsatzzwecke. Also es gibt zum Beispiel das Humanitarian OpenStreetMap Team, das zum Beispiel bei Naturkatastrophen eben Einsätze plant, das eben zum Beispiel von Satellitenbildern abgemalt werden kann, dass man da eben für die Einsatzkräfte vor Ort eine hochaktuelle Karte erzeugen kann. Ja? Und dann gibt es auch so Quatsch wie Hundekotbeutelspender, ja? Die werden dann auch kartografiert, um dann zu wissen, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, wo gibt es die Sackerl fürs Gackerl. Genau, wir haben ganz, ganz viele verschiedenste Daten. Wir haben Straßen, wir haben Geschäfte, wir haben Gebäude, Hausnummern, Haltestelle, Sehenswürdigkeiten, Küstenlinien, Gebäudehöhen. Aber auch eben solche Metainformationen wie Straßenqualität oder Baumarten. Es gibt inzwischen 3D-Kartografie, also zum Beispiel, wie groß sind die Gebäude, was für eine Dachform haben die. Jetzt mag man sagen, warum, was interessiert es einen, aber es gibt tatsächlich zum Beispiel Leute, die Erdbebenfolgenabschätzungen machen und da ist es total essentiell, dass die wissen, ja, wie groß sind die Gebäude, die da rumstehen, weil man daraus halt zum Beispiel Bevölkerungszahlen ableiten kann. Indoor-Mapping gibt es inzwischen, also es gibt so Ansätze, um eben zum Beispiel in solchen Gebäuden wie Bahnhöfen navigieren zu können, um zu wissen, wo sind Treppen oder auf welcher Ebene ist das Geschäft eigentlich und wo ist da der Eingang. Und dann gibt es halt solche Sachen wie auch zum Beispiel Öffnungszeiten, also ich kann eben auf einer Karte gucken, ja, wann hat überhaupt der Laden geöffnet oder zum Beispiel, wann wird der nächste Briefkasten, der bei mir um die Ecke steht, geleert. All diese Daten kann man sich runterladen, Open Database License ist für alle verfügbar, auch zu kommerziellen Zwecken. Die einzigen zwei Einschränkungen sind, wenn man OpenStreetMap-Daten nutzt, muss man auch dazu sagen, dass es OpenStreetMap-Daten sind. Wenn man eben Änderungen an den OpenStreetMap-Daten vornimmt und dann eben eine Anwendung darauf veröffentlicht, dann muss man auch die Daten mit veröffentlichen. Den kompletten Datenstand kann man sich runterladen, planetopenstreetmap.org. Das ganze Datenschema ist ziemlich offen und ziemlich flexibel. Das heißt, es gibt eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, keine Relevanzkriterien, sondern man kann sich im Prinzip einen Tag erfinden und es gibt halt eben Key-Value-Paare, darüber wird alles abgebildet. Es gibt ganz häufig so diese Frage, wie zur Hölle soll das überhaupt funktionieren? Das muss ja in einem Chaos enden, wenn jeder alles machen darf. Aber die Realität ist, es klappt. Also man sieht halt eben Ecken und man sieht halt, dass es extrem präzise kartografiert wird. Und es ist nicht alles zu jedem Zeitpunkt korrekt, aber so über die Distanz korrigiert sich das System halt selbst. Und es gibt eben selbstheilende Effekte. Wenn es einer falsch macht, dann kommt irgendjemand anders um die Ecke und repariert es und weist vielleicht den ursprünglichen Autor darauf hin, ja, guck mal, das nächste Mal, wenn du das so erfassen möchtest, mach es lieber auf die Art und Weise, damit es korrekt ist. Ein Faktor, den man hier auch sieht, wir haben Luftbilder zur Verfügung, die werden uns von verschiedensten Unternehmen oder auch teilweise inzwischen Behörden gesponsert. Früher gab es nur so ganz niedrig aufgelöste Bilder von Yahoo, heute ist es so eine Vielzahl von Quellen. Also Bing sponsert zum Beispiel oder steuert Bilder zu, Mapbox macht auch was. Es gibt aber auch viele fantastisch aufgelöste amtliche Luftbilder, zum Beispiel denke ich da an Hamburg oder an Berlin. Ist ein Faktor, der halt immer häufig kommt, ist es gerade wieder ein bisschen ruhiger geworden. Jedes Mal, wenn es immer so einen kleinen Machine Learning oder Computer Vision Hype gibt, dann kommen die Leute um die Ecke und sagen so, ah, das ist doch alles kein Problem. Warum sollen Menschen irgendwie von Luftbildern irgendwelche Gebäude abzeichnen? Lass es doch einfach den Computer machen. Ja? Und der Konsens in der OSM-Community ist eher so, nee, das funktioniert nicht so richtig, weil dann, wenn nur irgendwie Computer unterwegs sind, die halt irgendwie vielleicht nicht so ganz verstehen, was da eigentlich passiert, sondern nur irgendwelche Kontrasterkennung machen, dann kommt halt häufig Mist raus. Ja? Und häufig haben wir eben auch das Problem gesehen, wenn wir amtliche Daten importiert haben, nicht alle amtlichen Daten sind gut. Ja, und hier sehen wir, das ist ein echtes Beispiel, das habe ich nicht gefaked, sondern das ist aus dem amerikanischen Tiger-Import. Das ist zwar schon wieder eine Weile her, ich hoffe, dass das Autobahnkreuz inzwischen von irgendjemandem repariert wurde, aber das ist natürlich katastrophal, auch mit solchen Daten kann eigentlich niemand was anfangen. Deshalb sagen wir, OpenStreetMap ist Handarbeit, wir lassen uns aber gerne durch Software unterstützen, also
Es gibt die Editoren, die uns dabei helfen, eben korrekte Daten zu machen. Ja, man könnte sagen, das klingt ja irgendwie nach Schwarmintelligenz, das ist ja irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, aber das funktioniert tatsächlich. Und das ist eben die Mischung aus Menschen und eben entsprechenden Tools. Wir haben eben Qualitätssicherungstools, die eben rausfinden, wenn ich jetzt irgendwas eintrage, ergibt das Sinn, ist es etwas, was andere auch machen, oder ist es jetzt etwas, was irgendwie gar keinen Sinn ergibt? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Straßensegment irgendwo reinmale und diese Straße ist an nichts angebunden, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Fehler. Ja? Höchstwahrscheinlich ergibt das keinen Sinn. Ich kann es aber trotzdem ignorieren, ich kann sagen, ich lade das jetzt trotzdem hoch. Es gibt auch viele Leute, die eben automatisierte Checks durchführen. Es gibt halt, eben, wie ich gesagt habe, in den Editoren gibt es viele Sachen. Es wird auch viel danach gemacht. Das heißt, Leute schauen sich eben dann den Datenbestand an und gucken, was ist passiert, was hat sich verändert. So kann das dann in etwa aussehen im Editor. Man sieht dann so, ja, eben Sport ohne physische Merkmale. Keine Ahnung, was das heißt, aber das wird schon irgendwas bedeuten. Aber auch zum Beispiel Ungenauigkeiten, da wird man schon gewarnt. Hier steht irgendwie Payment Electronic Purses gleich Yes. So, ja, was heißt denn das jetzt im Kontext von Deutschland? Ist damit irgendwie eine Geldkarte gemeint oder eine Girokarte oder wie auch immer? Und dadurch kann man halt Fehler früh rausfinden. Genau, es gibt halt Error Detection danach. Also wenn eben Dinge schon eingetragen wurden, dann kann man auf solchen Tools wie eben Osmose sich angucken, was potenzielle Probleme sind. Ja, jetzt sieht man da irgendwie Cycleway Opposite, obwohl das Element, auf dem es ist, keine Einbahnstraße ist. Das ist irgendwie nicht sinnvoll, aber das kann ja jetzt sich irgendjemand mal angucken und vielleicht dann reparieren. Unter Umständen muss man halt mal hinfahren und sich das dann vor Ort angucken. Es gibt auch eben Analysewerkzeuge für großflächige Überprüfungen. Also man kann sich eben anschauen, wohin bewegt sich der OSM-Planet hin, was passiert da eigentlich. Ja, und dann sehen wir halt solche Tools wie TagInfo, die dann eben uns zeigen, wo gibt es Bahnstationen. Ja, und dann sieht man halt etliche Gegenden, die halt total voll sind, wie Europa. Man sieht dann aber zum Beispiel auf Island, ja, Island hat halt keine Eisenbahn, also gibt es auch keine Bahnstationen. Das heißt, da ist eben die Frage, worauf gucken wir? Gucken wir eben nach der Dichte der OpenStreetMapper und dadurch häufig auch der Datenqualität, oder gucken wir eben nach der Realität? Das ist häufig eben nicht auseinander zu halten. Ja? Also nur weil etwas bei OpenStreetMap nicht da ist, heißt das nicht, dass es nicht existiert, sondern es kann sein, dass da einfach noch niemand war. Und umgekehrt kann es aber auch heißen, ja, da fehlen vielleicht gar keine Daten in Island, sondern Island hat halt einfach keine Bahnen oder keine Züge. Am Ende kristallisieren sich halt die besten Ideen raus. Wir haben eine ziemlich evolutionäre Entwicklung. Es passieren Dinge Schritt für Schritt. Es gibt eigentlich kaum Gremienentscheidungen. Also es gibt jetzt niemanden, der sagt, du musst jetzt so unbedingt mappen. Das passiert wirklich nur so im äußersten Fall, wenn es wirklich irgendwie so extrem zerstrittene Mapper in irgendwelchen Regionen gibt oder wenn es eben irgendwelche politischen Auseinandersetzungen gibt. Das sehen wir manchmal bei Grenzstreits. Krim-Krise war sicherlich so ein Faktor. Ja, das ist eben eine Schwierigkeit, weil man sich eben nicht auf irgendwas berufen kann. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, die UN sagt aber oder die Weltbank sagt aber oder die sagen aber, sondern wir müssen halt die Realität abbilden und das ist halt eben die Herausforderung. Und meistens lösen sich diese Probleme von alleine und manchmal sind aber Konflikte eben so komplex, dass irgendjemand sagen muss, naja, jetzt müssen wir eine Gremienentscheidung treffen. Ist aber zum Glück die Ausnahme. Ich habe hier jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, deshalb ich gehe jetzt mal ganz schnell durch. Kartendaten sind Kultur, das wissen wahrscheinlich die meisten hier. Das bedeutet aber auch andere Länder, andere Sitten. Ja, das heißt, nicht jede Regel, die in Deutschland Sinn macht, macht irgendwie in Ostasien Sinn. Deshalb ist lokales Wissen Trumpf. Es gibt Koordination über eine Vielzahl von Kanälen, Mailinglisten, Foren, Konferenzen. OSM ist im Prinzip die Summe der Nischen. Ja, jeder hat irgendwie so sein Steckenpferd und möchte da irgendwas machen. Es gibt Leute, die irgendwie ganz gerne Bahn und Zugverbindungen und Gleise und Signale und sonst was mappen. Es gibt Leute, die mappen gerne Hundekotbeutelspender. Dann gibt es Leute aus dem semantischen Bereich, die alles mit Wikidata verknüpfen wollen. Am Ende kommt halt dieses Riesending raus von über 6 Milliarden Elementen und viele sagen, ja, Big Data. Ich würde sagen, das ist eigentlich Medium Data. OpenStreetMap ist 50 Gigabyte groß. Gut, das ist ein bisschen getrickst. Unkomprimiert wäre es 1 Terabyte. Aber es ist im Prinzip noch alles recht übersichtlich. Man kann das immer noch auf einem einzelnen Rechner verarbeiten. Wir haben eine weltweite Abdeckung für OpenStreetMap. Stärken und Schwächen, das hängt immer von der Örtlichkeit ab. Ja,
Ja, sicherlich deutsche Mittel- und Großstädte, da haben wir wahrscheinlich die beste Abdeckung von allen kommerziellen Produkten. Es gibt aber auch ganz klar Schwächen in China. Da ist eigentlich Kartografieren komplett verboten. Alle Karten, die es in China gibt, sind projektionsverschoben mit einem geheimen Algorithmus. Und im Prinzip stochern alle nicht-chinesischen Anbieter so ein bisschen im Dunkeln dort. Aber selbst das entwickelt sich im Moment. Also zum Beispiel solche Player wie Mapbox versuchen auch nach China zu expandieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch OpenStreetMap davon mittelfristig profitieren wird. Ich überspringe mal dieses ganze Datenmodell. Dazu wird es sicherlich Dinge geben. OpenStreetMap, tolles Ökosystem. Guckt auf openstreetmap.org, plan.openstreetmap.org. Da gibt es alle Daten zum Runterladen. Es gibt verschiedenste Software, Overpass, API. Da hatten wir kurz schon zu den Fördergeschichten von Foskis. Das wird von Foskis e.V. Wird der Serverbetrieb da unterstützt. Ja, hier sehen wir alle möglichen Places, also Örtlichkeiten, kann man damit abfragen. Nominatim ist ein fantastisches Stück Software, mit der man eben geografische Suchen machen kann. Mapnik rendert uns die Karten, Leaflet, damit kann man im Browser Karten darstellen, das kennen wahrscheinlich hier viele ohnehin. Ansonsten gibt es eben so ein Ökosystem an Unternehmen, zum Beispiel aus Deutschland die Geofabrik, die da wahnsinnig viel macht im internationalen Segment Mapbox. Es gibt viele Unternehmen, die halt eben da Entwicklung unterstützen, Kundenlösungen für OSM bauen. Ansonsten haben wir Konferenzen wie diese hier. Es gibt auch OpenStreetMap-exklusive Konferenzen. Und vor allem sind es jede Menge Menschen und helfen Sie gerne mit. Fehler melden hilft auf jeden Fall, ansonsten kartografieren hilft noch mehr. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß auf der Foskis und viel Spaß mit OpenStreetMap. Ich stehe jetzt noch für Fragen bereit.